gesagt, Deutschland ist mit 4 Damen im Einzel am Start, mit 2 Doppeln und dann am Ende auch 2 gemischten Doppeln. Wie sind die Erwartungen ans Damenteam? Ja, ich denke, dass natürlich alle brennen, bei der Weltmeisterschaft hier letztendlich in Budapest an den Start zu gehen. Und es sind ja immer so Bereiche, dass sich jeder individuell bei einer Individualweltmeisterschaft klassischerweise seine Ziele setzt. Entscheidend ist zunächst mal überall die Setzung zu erfüllen. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist natürlich aber auch dann möglicherweise über die Setzung zu spielen. Wir haben jetzt gesehen, dass die neue Weltrangliste sehr, sehr volatil ist. Nicht jeder Spieler, der man vielleicht am Ende ganz weit vorne erwarten könnte. Ich gebe mal einen Verweis im Herrenbereich auf einen Malon zum Beispiel, der doch ein ganzes Stück von der Topsetzung entfernt ist, wird hier eine Topsetzung haben. Trotzdem muss man sich ja im individuellen Bereich eben erstmal so strukturieren, dass man sagt, hier wichtig ist, einen guten Start ins Turnier zu haben, sich dann mal zu orientieren, wie ist die Auslosung insgesamt, und das erste Ziel bleibt natürlich immer, zunächst mal die Setzung zu erfüllen und im nächsten Schritt natürlich dann zu versuchen, über die Setzung hinaus zu spielen. Was am Ende dann dabei rauskommt, das muss man dann, denke ich, auch sehr, sehr individuell betrachten. Für den einen oder anderen ist es einfach erstmal interessant, Erfahrungen zu sammeln. Für die eine oder andere Spielerin schiebt man natürlich auch schon mal 1-2 Runden weiter. Aber ich glaube, das muss man dann wirklich vor Ort sehen, wenn man die Auslosung kennt und wenn man dann eigentlich auch weiß, was dann auf einen im Einzelnen wartet. Gibt es Fragen an Richard Prause jetzt nach dem Einstieg? Wenn nicht ad hoc, Sie haben ja dann noch, gehört Sie ja noch eine zweite Chance, dann können wir ihn jetzt entlassen zu den Herren und dann sehen wir das Herrenfoto und dann sehen wir dich gleich zur Herren-PK. Chi, wie ist denn die Form deiner Spielerin und was erwartest du von ihnen in Budapest? Ja, die Form, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Insgesamt, glaube ich, trainieren wir noch ein bisschen mehr als 10 Tage und die Singapur, die wir eingeladen haben, die kommen auch morgen. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Topform. Einige fühlen sich mit der Zeit schon besser. Und, aber vor so einem großen Turnier, man hat nie das Gefühl, dass man top der Lauf ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass die alle noch gleichzeitig die Topform so viel sich finden. Würdest du dir Sorgen machen, wenn jetzt eine sagen würde, ich bin top drauf? Nö, warum nicht? Freue ich mich. Wir müssen nur gucken, dass wir das so lang dann aufrecht halten. Patty, du hast direkt zu Jahresbeginn das Eurotop 16 gewonnen. Ist der Schwung vom Jahresbeginn noch da? Ach, es war natürlich sehr schön, den Titel zu gewinnen. Ich hatte mir ja auch den Titel nicht vorgenommen. Also mein Motto ist im Moment immer von Spiel zu Spiel zu kämpfen. Ja, ich bin motiviert, ich freue mich einfach auf die WM. Ja, mal schauen, wie die Auslosung dann ist. Und ja, es ist am Anfang immer schwierig, bis man ins Turnier reinfindet. Und ja, aber das ist mir nichts Neues. Ja. Du hast gesagt, von Spiel zu kämpfen, das klingt ein bisschen zäh. Das ist aber so das Normale, oder läuft irgendwas ein bisschen schwerer als sonst? Nee, überhaupt nicht. Also ich wollte einfach nur sagen, dass zum Beispiel das erste Spiel ist bekanntlich immer das Schwierigste. Man weiß noch nicht, wie man so am Tisch drauf ist. Es klappt vielleicht auch noch nicht alles. Also das erste Spiel muss man meistens mit Kampfgeist irgendwie noch reinschaukeln. Und dann bin ich guter Dinge, dass ich ins Spiel finde und auch mit Leichtigkeit meine Spiele spielen kann, ja. Apropos Leichtigkeit, du spielst ja auch das gemischte Doppel mit Patrick Franziska. Wie gut klappt das denn im Mixed und wie gut klappt es abseits des Tisches mit euch beiden? Ja, so schnell geht's. Ja, ich merke das von Turnier zu Turnier, wenn wir immer mehr Spielpraxis bekommen und dass wir uns besser aufeinander einstellen.
Und ja, ich spiele gern mit dem Mix. Wir verstehen uns auch ganz gut. Ja, aber was soll ich sagen? Beide sind vergeben. Ja. Gibt es irgendwas Besonderes, auf das du dich bei ihm spielerisch einstellen musstest, von dem du überrascht warst die ersten Male? Überrascht nicht, aber jeder hat so seine Eigenschaften, wie er so an Bälle rangeht, wie das Tempo dann ist, wie fest er spielt. Das ist ja immer ein Miteinander im Doppel, sowohl auch im Mixdoppel. Und oder wenn er Aufschläge macht, was für Bälle ungefähr zurückkommen, das lernt man dann mit der Zeit. Nina, Doppel-Europameisterin bei deinem Debüt beim Europa-Top 16, Viertelfinale erreicht, deutsche Einzelmeisterin in der Bundesliga, nur 3 Partien verloren. Ist das die beste Nina Mittler aller Zeiten im Moment? Ich würde schon sagen, dass ich ganz gut drauf war und bin in letzter Zeit. Ich hoffe natürlich, dass es halt noch weitergehen kann, aber ja, bin schon gut drauf. Gab es so einen Moment, wo der Knoten geplatzt ist, wo du gemerkt hast, ja, jetzt geht das alles? Ich glaube nicht, dass es so einen direkten Moment gab, aber schon allein dadurch, dass ich jetzt ja ein Jahr verletzungsfrei bin und halt auch wirklich viel trainieren konnte, habe ich halt schon gemerkt, dass mein Körper das halt auch viel besser mitmacht und dadurch kann ich halt auch mehr trainieren und ja, es macht halt auch einfach wieder mehr Spaß, durch Tennis zu spielen. Und was bedeutet das jetzt für die WM für dich? Ich hoffe natürlich, dass ich da dann auch in Topform bin und mein bestes Tischtennis spielen kann und ja, dann ist da halt ein gutes Spiel und auch meine Setzung erfülle und vielleicht noch besser spielen kann. Christine, bei dir mache ich gleich weiter mit dem Runterbeten von Statistik, auch amtierende Doppel-Europameisterin und die zweitbeste Bilanz der Bundesliga in dieser Saison vor den Playoffs. Wohin führt das Ganze bei der WM für dich? Ja, erstmal die Qualifikation. mir ist gestern irgendwie eingefallen, so, dass es das zweite Mal, dass ich bei der WM in die Quali muss. Das erste Mal war 2005 mein erstes Turnier und jetzt ein paar Jahre später muss ich wieder in die Quali. Ja, deswegen ist es schwierig zu sagen, wohin das führt. Also ich weiß nicht, ob es besser ist, an 64 gesetzt zu sein und dann gegen die 2 gesetzte zu spielen oder einfach reingelost zu werden. Also mein Ziel ist natürlich, die Qualifikation zu überstehen, gar keine Frage. Ja, meine letzte WM in Düsseldorf, das Achtelfinale, wird eine schwere Aufgabe, das zu verteidigen. Deswegen bin ich ja jetzt, ja, habe mir jetzt kein konkretes, das erste Mal für kein konkretes Ziel vorgenommen, weil ich jetzt wirklich nicht so weiß, was passiert, wie stark die Qualifikation auch ist. Wenn man Pech mit der Auslosung hat, komme ich gegen erste Runde, das wäre dann für das Achtelfinale zu erreichen, keine so ganz so einfache Aufgabe. Von daher versuche ich da locker ranzugehen und ich hoffe, dass ich so meine Form, die ich jetzt in der Bundesliga hatte, in Ungarn international habe ich gespielt, im Januar habe ich auch gut gespielt, dass ich das irgendwie mitnehmen kann und ja, vielleicht schadet es nicht, ein paar Spiele vorher noch meine Qualifikation gemacht zu haben. Und fürs Doppel? Ja, wir waren natürlich, bei der EM hatte uns keiner so richtig auf der Liste. Letztendlich war ich ja froh, dass ich auch sogar Doppel spielen durfte da. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mit Nina da jetzt auch in Budapest spielen darf. Ja, ich denke mal, jetzt haben die meisten, haben uns wahrscheinlich ein bisschen mehr auf dem Schirm und wollen natürlich gegen den Europameister gewinnen. Ja, also ich weiß nicht genau jetzt, an was wir gesetzt sind, aber so Ziel für mich wäre jetzt schon so das Achtelfinale und dann einfach mal gucken, wer auf der anderen Seite spielt. Die asiatischen Doppel sind alle sehr stark, also da hinken wir mit unserem Doppeltraining noch ein bisschen hinterher, aber das holen wir noch nach. Also von daher, wenn es so läuft wie bei der EM, mache ich mir gar keine Sorgen für ein gutes Doppel und ja. Sabine, du warst jetzt immer mal wieder von Verletzungen geplagt. Bei deutschen Meisterschaften hat man das ganz offensichtlich mitbekommen, dass du dann am Schlusstag gar nicht mehr spielen konntest. Wie geht's dir denn aktuell? Ja, es ist auf jeden Fall deutlich besser als bei den deutschen Meisterschaften. Ich trainiere trotzdem viel, vielleicht habe ich meinen Trainingsschwerpunkt ein bisschen verlagert auf die Rückhand, die nicht ganz so belastend ist, aber ich denke, das
schadet mir auch nicht, wenn ich jetzt mit einer besseren Rückhand an, in der Box stehe. Was ist es denn genau im Schulter-Nackenbereich? Weiß man es immer noch nicht. Ich habe schon eine Diagnose. Aber ich glaube, die behalte ich gerade noch für mich. Ja. Ich habe eine. Ich will die WM jetzt spielen, genießen und dann gucke ich weiter, wie ich richtig fit werde. Was ist dein Ziel bei der WM? Im Einzel und im Doppel mit Schand? Im Einzel denke ich, ist auch viel von der Auslosung immer abhängig. Kann passieren, dass man in der ersten Runde ein Spiel hat, dass man kaum verlieren kann und in der zweiten Runde eine Gegnerin hat, gegen die man eigentlich gar nicht gewinnen kann. Von daher hoffe ich einfach, dass ich ein paar schöne Spiele habe, dass ich mein Potenzial abrufen kann. Und im Doppel mit Shanti, wir haben schon mal zusammen gespielt, wir sind bisher ungeschlagen. Wir haben damals die Goldmedaille bei den Bayerischen Meisterschaften gewonnen. ich denke, Shanti ist eine gute Doppelspielerin. Immer wenn ich gegen sie gespielt habe, habe ich mich sehr schwer getan. Jetzt werden wir das sicherlich auch mal trainieren und ich denke, das kann passen und ich freue mich drauf. Shanti, du hast ja dein WM-Debüt bei der Heim-WM in Düsseldorf gegeben, wo dann alle geguckt haben, wo ein massives Publikumsinteresse auch war und tolle Stimmung. Ist jetzt der Druck ein bisschen geringer, weil es in Anführungsstrichen nur in Budapest ist und nicht die Heim-WM? Also man hat immer ein bisschen Druck, vor großem Publikum zu spielen, aber ich mache mir da jetzt selbst nicht so einen großen Druck. Ich freue mich auf die WM, freue mich aufs Doppel, ich bin sehr froh, dass ich dabei sein darf und deswegen ganz locker. Sabina ist ja gerade schon angedeutet, es ist eine Weile her, dass ihr Doppel gespielt habt und dann erfolgreich. Wie gut spielst du denn mit ihr Doppel? Wir haben jetzt lange nicht mehr gespielt, aber früher hat es ganz gut gepasst. Und ja, ich freue mich drauf. Greifen an. Ja. Okay, dann feuerfrei für Ihre Fragen an die Damen. Ja, an die Patrissa. Im Tischtennismagazin habe ich noch gelesen, dass du eben dreimal in drei Wettbewerben spielst in Budapest. Jetzt sind es nur zwei. War das auch dein eigener Wunsch oder hat man dir geraten, dich vielleicht auf zwei Wettbewerbe? Was da alles steht im Tischtennismagazin, ne? Ich lese das ja nicht mehr. Also ist immer besser, mir noch die Fragen dann zu nennen. Also sagen ja, im Tischtennismagazin stand irgendwas. Mit dem Trainerteam wurde es so besprochen, dass ich meinen Schwerpunkt erstmal auf Einzel und auf Mix setze und ja, ist alles abgesprochen. Und dann noch eine Frage zum Mix. Da hast du ja vor zwei Jahren Bronze gewonnen mit Fang Bo. Nochmal mit ihm oder einem Chinesen zu spielen, war jetzt offensichtlich gar kein Thema mehr? Auf Hinblick... oder auf Olympia vielleicht, wir müssen uns ja alle noch qualifizieren, hat es schon mehr Sinn gemacht, als ich mit einem Deutschen spiele. Und kann ein Doppel, soll ja Franziska von einer Medaille träumen oder wird es zu vermessen? Wir träumen erstmal nicht von einer Medaille. Wir versuchen Spielpraxis zu bekommen. Und von Spiel zu Spiel klappt es immer besser. International sieht man schon ein bisschen, wo der Weg hinläuft. Wir hatten zwar zweimal Pech mit der Auslosung, da sind wir gleich gegen Chinesen gekommen. Aber natürlich wäre es schön, wieder eine Medaille zu gewinnen. Aber das ist jetzt nicht für mich nicht das Hauptziel. Gibt es weiter? Herr Stiedel. Ja, das G-Schiff oder auch ein Kriti, ich weiß nicht genau an wen, diese sagten das ja vorhin, man muss sich erst qualifizieren für Olympia. Welche Rolle spielt da diese Weltmeisterschaft mit Blick auf Olympia? Es gibt noch die European Games in diesem Jahr, mit denen man sich auch qualifizieren kann. Wie läuft dieser Qualifikationsmodus für die Olympischen Spiele? Und wenn Sie das mal so berichten würden vom Stellenwert, diese WM, die European Games danach, was hat das für einen Stellenwert? Ja, eine WM bedeutete immer viel und ist immer noch nach Olympia das größte Turnier. Und natürlich
das haben wir jetzt in diesem Jahr im Hinterkopf, weil im Ende Juni findet ja schon European Games statt. Wir sehen auch jetzt WM als eine, sag mal, Probe zu European Games. Ja, gucken, wie uns Form ist und testen alles, was wir letzte Zeit trainiert haben und ja, auch als Vorbereitung. Oder, aber für jede einzelne Spielerin hatte immer noch enorm Bedeutung, so ein mitzuspielen und dort gut zu spielen. Also direkt für Olympia kann man sich nur über European Games qualifizieren, im Mixed? Nee, es gibt für Mannschaft und Einzel auch Mixed einen Platz, also nichts falsch sage, dass man sich, wenn man als Mannschaft den ersten Platz erreicht, dann ist man schon qualifiziert, auch im Einzel. Und dafür würden wir natürlich kämpfen. Und danach hier gibt es auch Team Olympia-Quali. Das ist im nächsten Jahr, Januar. Ne? Ja, genau. Dann gibt es dann noch extra für Einzel Qualifikation. Mhm. Also ein mehrstufiges System. Die erste Chance hat man eben bei den European Games. Und ja, wer sich da die Tickets sichert für Olympia, hat halt den Druck nicht mehr noch 2020 noch bis zum letzten spielen zu müssen. Aber wer bei der WM einen Titel oder eine Medaille gewinnt, ist deswegen auch nicht automatisch für Olympia. Okay. Und ein zweites Mix bildet Nina Mittelham mit einem noch zu suchenden Partner, habe ich das auch richtig verstanden? Oder ist es noch voll zu noch? Im Moment liegt viel an den Herren Lindy qualifizieren. Ja. Und möglich ist es, dass Nina den Mixed-Platz bekommt. Okay, aber die anderen drei Spielerinnen kommen für ein Mixed nicht in Frage, oder vielleicht doch? Wir haben noch nicht festgelegt. Okay. Liegt auch also viel an den Herren, wie das Spiel, was der Herr Bundestrainer dazu sagt. Okay. Dietmar. Nina, du hast angesprochen, es macht dir jetzt wieder mehr Spaß. Wie hängt das zusammen, oder hängt das möglicherweise zusammen mit dem Wechsel nach Berlin, die Verletzungsfreiheit, die du auch schon angesprochen hast? Nach der Deutschen Meisterschaft war zu lesen, ebenfalls, dass es unmittelbar nach dem Titelgewinn ja sehr euphorisch klang viele Lobeshymnen da auf dich. Wie hast du das alles erlebt, die Zeit? Ja, also grundsätzlich macht es schon einen Unterschied, ob man jetzt viel verletzt ist oder nicht, wie man sich fühlt, wie man selber halt drauf ist. Ich denke schon, dass das halt eine wichtige Rolle spielt, dass ich halt einfach wieder fit bin und mich halt selber auch gut fühle. Ja, der Wechsel jetzt nach Berlin, ich denke, dass er mich in meiner Entwicklung auf jeden Fall weitergebracht hat. Einfach auch mal in einer anderen Perspektive zu spielen und nicht immer Führungsspielerin sein zu müssen. Ja, halt um einfach auch mal jetzt in der Champions League Erfahrung zu sammeln, die man in Dribourg jetzt nicht hätte so sammeln können. Einfach auch mit einer Mannschaft, die halt schon noch deutlich stärker ist als vorher. Ja. Haben Sie weitere Fragen an die Damen? Ich hätte noch eine Frage an Sabine. Du hältst die Diagnose zurück. Es wurde aber nicht nach der WM die Mitteilung, dass du dich zurückziehst oder so? Nee, es wird nicht die Mitteilung geben, dass ich mit Tischtennissport aufhöre. Ich plane weiterhin Tischtennis zu spielen. Ja, wenn sonst keine Fragen an die Damen sind, dann vielen Dank.
dann gibt es für einige von euch noch Einzelinterviewanfragen. Und ansonsten würde ich euch bitten, nochmal da hinten die Trikots zu signieren. Und dann werdet ihr auch demnächst erwartet für den Fototermin. Ja, wir sind sehr gut in der Zeit.